Ja, genau vorstellen könnte man sich das nicht. Man könnte natürlich ein bisschen in die Zukunft gucken, dass man sich erstmal ein schönes Haus baut für später und ein paar Sachen dann für später schon vorbereitet, damit man einfach dann noch ein entspannteres Leben hat, um zu sagen, nach dem Fußball hat man dann die entspannte Zeit und könnte sich vielleicht weiter im Fußballgeschäft dann ja, tätig sein und hätte dann halt schon genug Geld dafür, um dann halt einfach zu Hause alles sicher zu haben. Der erste Eindruck auch von der Stadt hier am Wasser ist auf jeden Fall schön. Man hat hier ein paar Ecken in der Stadt, wo man dann wirklich noch schön am Wasser sitzen kann und vielleicht dann auch die freie Zeit, die man dann auch hat, mal genießen kann. Die anderen schönen Orte wie den Strand oder so genauer kennenzulernen, da kommt dann noch die Zeit. Aber ich glaube, dass Kiel auch einiges zu bieten hat an der Stadt und dass man hier auch schöne Zeit verbringen kann. Immer aggressive Innenverteidiger sind für einen Stürmer unangenehm, aber man findet trotzdem immer Lösungen. Es ist halt so, Innenverteidiger, die akribisch sind und halt wirklich immer an einen dran stehen, machen das Leben für einen Stürmer schwer. Aber da muss man halt immer auf die eine Chance warten, weil gerade in der zweiten Liga oder dann auch höher das Niveau von den Einzelspielern in der Verteidigung gut ist. Aber da gibt es jetzt keine genauen Spieler, wo man jetzt sagen würde, auf den möchte ich nicht treffen. Seit meinem 5. Lebensjahr habe ich bei den kleinen Bambinis dann so ein bisschen angefangen und dann immer weiter hochgearbeitet bis dann hierher. Ich glaube, selbst einschätzen ist das immer ein bisschen schwer, aber ich glaube, dass meine Freunde, Familie oder Freundin dann auch sagen wird, dass ich ein lebensfroher Mensch bin. Viel Spaß mitmache, auch mal, wenn es auf meine eigene Kappe geht. Ja, ein sehr aktiver Mensch bin, der auch gerne was erlebt und ja, immer das Positive und mit einem gewissen Lächeln immer in viele, viele Situationen des Lebens reingeht, auch wenn es manchmal nicht immer mit einem Lächeln so gut ist, aber trotzdem probiert die Sache immer positiv zu sehen und entspannt zu sehen.